Einen wunderschönen guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Let's Play Elder Scrolls Online. Es ist schon eine Weile her, seit wir die letzte Aufnahme hatten, und ich bin mal gespannt, wie die nächste so läuft. Ich muss gleich mal zugeben, diese Folge dürfte ein bisschen unauthentischer werden als normalerweise, da es mir aus irgendeinem Grund leider die Audiospur komplett verhauen hat. Das heißt, es gibt nur noch das authentische Bild- und Ingame-Soundmaterial. Und die ganze Kommentation muss ich jetzt ein zweites Mal machen, und zwar im Hintergrund einfach drauf. Tut mir furchtbar leid, aber ich kann in ESO auch nicht einfach neu laden, das Ganze nochmal machen, da es ein MMO ist. Das heißt, das Ganze ist halt einfach schon im Kasten. Und da das Ganze nicht weg sein soll, hier halt in der Post-Production, wo ich das Ganze gelesen mache. Euch fällt ein Handzettel am Anforderungsbrett auf. König Emmerich grüßt euch. Meisterhandwerker warten auf euch in Durchsturz. Ausbildung für Neulinge eines Handwerks. Zertifikate für versierte Handwerker. Alles ohne Kosten für euch, Bürger. Wir lesen hier mal das Kleingedruckte. Unerfahrene Handwerker werden nach einer kurzen Ausbildung zertifiziert. Erfahrene Handwerker werden sofort zertifiziert. Die Meister erheben keine Gebühren für die Zertifizierung. Das Zertifikat ist Pflicht, um Handwerksschriebe für die Kriegsmühlen zu erfüllen. Interessenten sollten nach Belenis in der Kriegergilde suchen, um sich als Schmied, Schneider und Schreiner zertifizieren zu lassen. Sprecht mit Daniel Taleno bei der Magiergilde, um als Versorger, Verzauberer und Alchemist zertifiziert zu werden. Dann nehmen wir uns den Handzettel doch mal. Begonnen. Das Handwerkszertifikat. Nun, seit der letzten ESO-Aufnahme ist ja ein bisschen Zeit vergangen, und in dieser Zeit ist Spielupdate 5 herausgekommen mit jeder Menge Neuigkeiten und insgesamt 50 Seiten Patchnotes, unter anderem neue Gesichtsanimationen, klingelnde Telefone im Hintergrund, an die ich jetzt mal rangehen muss. Moment. Mensch, noch nicht mal die Post-Production bekomme ich ohne Zwischenfälle hin. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, neue Funktionen im Spielupdate 5. Gesichtsanimationen unter anderem. Es sind spezielle Handwerksquests hinzugekommen, von denen wir jetzt das erste machen, auch wenn wir uns da vorher erstmal zertifizieren lassen müssen. Nein, mit dir wollen wir nicht sprechen. Wir wollen in die Magiergilde. Sehr gut, da merke ich das Ganze auch. Oder? Merke ich das? Ja, wir wollen in die Magiergilde und uns für die Verzauberung zertifizieren lassen. Genau, es sind spezielle Undaunted Pledges rausgekommen, also spezielle Aufgaben für die Unerschrockenen für später und noch so ein bisschen was an Zeug. Aber jetzt mal lassen wir uns erstmal für die Verzauberung zertifizieren. Ich habe hier in der Post-Production übrigens keinen Ton, das heißt, ich weiß nicht genau, wann sie sprechen. Das heißt, die Zwischenfragen. Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen. Hätte ich mich mal selbst stellen können. Eure Allianz begleicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Wenn ihr euer Können beweist, werde ich zertifizieren, dass ihr kompetent genug seid, um Handwerksschriebe zu erfüllen. Wie funktioniert denn das mit den Handwerksschrieben? Handwerksschriebe sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren. Man muss ein zertifizierter Handwerker sein, um sie erfüllen zu können. Belegt, dass ihr wisst, was ihr tut, und ich werde euch zertifizieren. Klingt gut. Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer auszubilden und zu zertifizieren. Falls ihr Interesse habt, sollten wir sofort beginnen. Was zertifiziert ihr denn? Bitte werdet etwas genauer. Was können denn Verzauberer denn so herstellen? Prüfen, verstärken Waffen, Rüstungen und Schmuck mit magischen Eigenschaften. Ich kann euch lehren, eure Axt in Flammen zu hüllen und euren Stoffroben die Härte von Stahl zu verleihen. Okay, das habe ich, glaube ich, gecheckt. Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner. Falls ihr euch für so etwas interessiert. Aber das ist ungerecht von mir. Sie ist eine wahre Meisterin des Kunsthandwerks. Ich würde mich gerne von euch zertifizieren lassen. Gut, wir sollten anfangen, solange wir beide noch nichts anderes zu tun haben. Quest abgeschlossen, 122 Gold. Ich frage mich, ob ich Koch hätte bleiben sollen, anstatt mich der Magiergilde anzuschließen. Vielleicht hätte ich den Kaiser selbst auftischen dürfen. Auftischen?
Ein Scherz, versteht ihr? Doch ich bereue nichts. Es ist mir Lohn genug, 3 Handwerke gemeistert zu haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war das die Stelle, wo er viel zu lange spricht, wenn man es mit den Untertiteln vergleicht. Ich muss jetzt raten, wann ich reden muss. Tut mir leid, ich habe nämlich keinen Ingame-Sound in der Post-Production. Verzauberer bändigen die losen Möglichkeiten der Runen und verwandeln sie so in Glyphen mit fester Bedeutung. Ich werde euch unterweisen, aber ich kann mich immer nur auf ein Zertifikat zur Zeit konzentrieren. Ist das annehmbar? Ich möchte als Verzauberer zertifiziert werden und wenn das manchmal ein wenig dauert, bis die mit dem Sprechen anfangen und dabei die Lippen nicht bewegen, macht es das Ganze nicht gerade einfacher. Aber wir bekommen das schon irgendwie hin. Also ich weiß gerade nicht, ob er wirklich spricht. Es wird mir zumindest nicht angezeigt. Ich habe ja nur so leichte Audio-Ausschläge. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Also wir wollen auf jeden Fall als Verzauberer zertifiziert werden. Alle unter den Gestirnen tragen diese Komponenten als Konzept in sich. Kombiniert man sie, bilden sie Glyphen, die Gegenstände mit Verzauberungen versehen. Als erstes müsst ihr diese Komponentenrunen finden. Danach lasse ich euch eine Glyphe erschaffen. Auf jeden Fall, denn darin liegt die Essenz des Wir müssen also eine Glyphe herstellen. Runen der Macht, der Essenz und des Aspekts sind die grundlegenden Komponenten aller Glyphen. Besorgt eine von jeder Sorte, ehe ihr zurückkehrt. Ich kenne ein Versteck außerhalb dieser Stadt. Und wo finde ich diese Runen? Es kommt vor, so viele Runen auf einmal zu finden. Also dank den Göttern, die ihr anbetet. Sollten diese Runen nicht da sein, müsst ihr euch auf eine längere Suche machen. Es gibt viele Orte, was mache ich, wenn da keine man Runen finden kann. Doch ich würde als erstes in den alten Ruinen Tamriels suchen. Vor allem draußen. Sie neigen zum Verlöschen, wenn man sie vom Sternenlicht fernhält. Falls Geld kein Problem kann ist, ich verkaufen Gilden kaufen. Solche Gegenstände auch oft in ihren Gildenläden. Vielleicht wollt ihr auch mit einem Verbündeten handeln, falls er zu viel davon übrig hat. Ihr könnt mich am Verzauberungstisch finden. Gut, dann danke für die Info. Wie gesagt, bei Gesprächen ist es besonders knifflig mit der Nachsynchronisation. Ganz einfach, weil ich keinen Ingame-Sound habe, nur so Audio-Ausschläge. Dann muss ich irgendwie schauen, wann sprechen die, wann muss ich ungefähr reden. Das sind jetzt einfach mal 3 Folgen, die leider ein bisschen anders ablaufen müssen. Tut mir nochmal leid. Auf jeden Fall wollen wir uns für die Verzauberung zertifizieren lassen, damit wir dann tägliche Verzauberungsaufgaben erfüllen können, die jede Menge Kohle geben und andere kleine Boni, nennen wir es mal so. Aber nur hier das erste Mal sozusagen werden wir es im Let's Play zeigen und ansonsten mache ich es dann halt offline. Dann reiten wir mal mit Private zu der angezeigten Runenstelle. Das Klanban haben wir jetzt auf eure Vorschläge hin übrigens Stone getauft. Damit wieder alle 3 im Let's Play sind. Apropos, an dieser Stelle haben wir mal hier eine Folge angefangen. Erinnert ihr euch noch? Schön, dass die Machtrunen noch da sind. Wurde noch nicht von anderen wütenden, sammelwütigen Spielern gelootet. Oko haben wir auch und das ist dann hoffentlich da. Bingo. Dann kehren wir in die Stadt zurück und schauen, ob wir am Verzauberungstisch etwas Hübsches mit diesen Runensteinen anfangen können. Das hier sieht aus, als wäre es das Verzauberungshaus. Hoffen wir, dass Daniel auch gleich da ist. Sagt uns zumindest unser Questlog. Sprecht mit Daniel Talenno. Ah, verdammte Orks müssen einen die ganze Zeit beleidigen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ashtons Sobald ihr 3 Runen geborgen habt, hey, Dano. Der Kraft, der Essenz und des Aspekts, beginnen wir mit dem Verzaubern. Habt ihr eine Rune jeder Art gefunden? Falls dem so ist, dann ist euch wirklich ihr charakteristisches Blitzen aufgefallen. Was ist unser nächster Schritt? Dann fängt die Arbeit am Verzauberungstisch an. Dort verbindet ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts miteinander. Aus diesem einfachen Rätsel entsteht eine Glyphe. Und jetzt geht und setzt sie zusammen.
Wie setze ich Glyphen denn ein? Am besten zu Waffen, Rüstungen oder Schmuck. Setz die Glyphe einfach in einen bislang noch nicht verzauberten Gegenstand dieser Art ein und die Verzauberung entfaltet ihre Wirkung. Ein Wort der Warnung. Sobald sie angewendet wurde, ist ihre Wirkung permanent. Kann ich Glyphen auch auseinandernehmen? In der Tat kann man das. Bringt die Glyphe zu einem Verzauberungstisch. Dort könnt ihr sie extrahieren, um einige der Runen zu bergen, aus denen sie hergestellt wurde. Es sei angemerkt, dass das Extrahieren der Glyphen anderer Verzauberer euch wesentlich mehr lehren kann, als das Extrahieren eurer eigenen Glyphen. Vielen Dank für die Infos. Ach ja, was ich gerade auch noch festgestellt habe, es schafft noch nicht mal die Post-Production synchron zur Aufnahme zu laufen, auch wenn ich sozusagen drüber spreche. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich öfter mal an- und absetzen müssen, dass es halbwegs synchron bleibt. Das werden drei sehr experimentierbare Folgen. Ja. Tut mir leid. So, jetzt müssen wir die drei Runen kombinieren und haben jetzt an der Stelle das Problem, dass wir nicht wissen, welche waren jetzt, die wir eingesammelt haben. Zum Glück sind die anderen alle in der Bank eingelagert und wir können an den Symbolen sehen, welche wir im Inventar haben. Und wir nehmen einfach die drei, die wir im Inventar haben, weil wir die gerade eingesammelt haben. Das werden also hoffentlich schon die richtigen sein. Einmal Tag für die Qualität der Rune, normal. Dann einmal Jorah müsste es sein für den Effekt. Und dann für was, auf was den Effekt sein soll, also entwickeln, verstärken, Jorah. Und dann Essenz brauchen wir Oko für Leben. Jorah, Oko. Ja, und das sollte hoffentlich funktionieren. Schön. Dann reden wir am besten noch stellt mit unseren eine Glyphe Freunden. Her, indem ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts benutzt. Kehrt zurück, sobald ihr eine Absicht in eine feste Form verwandelt habt. Ihr solltet sie an einem Gegenstand anbringen, damit ihr die Wirkung der Verzauberung erkennen könnt. Ihr seid jetzt zertifiziert, um Verzauberungsschriebe zu erfüllen. Möget ihr die Geheimnisse nirgends entschlüsseln. Eure Beherrschung des Handwerks ist eindrucksvoll, aber noch nicht allumfassend. Ich kann euch immer noch etwas lehren. Vielen Dank für dieses formschöne Zertifikat. Ich fürchte, um Asynchronitäten jetzt während den Gesprächen zu vermeiden, werde ich die Gespräche jetzt einfach durchlaufen lassen müssen. Euch fällt ein Handzettel am Anforderungsbrett auf. Fähige Verzauberer gesucht, die Runenbestellungen bedienen können. Die Glyphen, die ihr heute herstellt, können morgen schon den Unterschied machen. Schaut euch die jeweiligen Bestellungen genau an, wenn ihr sie vom Brett nehmt. Begonnen. Verzauberer erlassen. Ihr habt soeben eine Tagesquest angenommen. Diese Quest könnt ihr nur einmal pro Tag abschließen. Dann gehen wir gleich mal wieder zurück ins Verzauberungsbüro. Und jetzt hier bei der Post-Production habe ich auch enorm starkes Hintergrundrauschen. Ich hoffe, ich kann das danach noch mal in Audacity öffnen und versuchen, das Rauschen rauszufiltern. Wenn nicht, dann muss ich in dieser Folge schon viel zu oft sagen. Dann tut's mir leid, aber es geht nicht anders. Also Mako steht für Magie, Tag für Normal. Brauchen wir nur noch eine Entwicklungsrune. Das ist aber nicht Porade. Die Rune, die wir vorhin gebraucht haben, haben wir schon leider verbraucht. Es bleibt uns noch übrig. Wir könnten schauen, ob wir irgendwas zum Verwerten haben. Ja, da haben wir tatsächlich drei. Die unbedeutende Glyphe des Lebens hat entwickeln. Nice. Beschafft eine Oko-Essenz-Rune. Das brauchen wir von vorhin schon mal. Das ist gut, aber leider nicht das, was wir haben wollten, um die eigentliche Glyphe anzufertigen. Und hier kommen wir leider auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen etwas machen, was man eigentlich nicht macht. Alles kann durch Verzauberung besser gemacht werden. Wir kaufen uns unbedeutende Glyphen des Lebens am Anfang einfach mal zwei und hoffen, dass wir Glück haben und die richtige Rune draus bekommen. Auch wenn das eigentlich ziemlich ins Geld geht. Und das sollte man eigentlich vermeiden, aber hier in der Aufnahme wollte ich nicht ewig suchen gehen. Mit der ersten hatten wir Pech. Und mit der zweiten hatten wir zum Glück Glück. Oko haben wir gleich nochmal bekommen. Wir brauchen es zwar nur einmal, aber ist gut. Aber vor allem haben wir Jorah bekommen. Jorah,
Mako. Ta. Und damit haben wir die Rune fertig übersetzt. Wir können die erste Handwerksquest abgeschlossen und können sie abgeben. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Nochmal Entschuldigung. Ciao.